Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen. So, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Allerdings gibt es heute Klimbim. Das heißt, dies und das und jenes. So, die Mango hatte ich gestern gezeigt. Schönes, kräftiges Brühen. Könnte mal fast sagen, es geht ins recht Dunkle. So, ich habe schon was reingegossen. Hier, und zwar reines Wasser, Osmosewasser. pH-Wert ist jetzt 6,5. So, ich messe jetzt den Mikrosiemenswert nochmal. Ich hatte ihn gerade schon gemessen. War ein bisschen überrascht, aber so ist das manchmal im Leben, ne? So, was haben wir jetzt hier drin? Knapp 350 Mikrosiemens, also relativ wenig. Ich dünge sie bei 1000, ab und zu bei 500. Jetzt habe ich, glaube ich, zweimal hintereinander 500 reingegossen. Und wir sehen, also überdüngt ist sie nicht. Im Gegenteil, dürfte etwas mehr gedüngt werden. Und das, obwohl sie so kräftige, schöne Farbe, eine schöne, kräftige Farbe hat. So rum, so, ganz genau. So, das nehmen wir jetzt so mit. Befindet sich gerade im Wachstum, also im Neuaustrieb, und von daher können wir das dann begleiten, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Da kommen wir gleich nochmal zu Peperomia, zu Raindrop Variegata hier. Macht sie nach wie vor wunderschön, neues Blatt ist gerade im Anmarsch und das wächst auch wieder sehr hell heraus. Also es wird definitiv kein grünes Blatt werden, was wir auch nicht unbedingt möchten. Und bei der Juwel-Orchidee ist es jetzt soweit, dass die erste Blütenknospe sich geöffnet hat. Dann können wir die heute auch mal sehen, wie sie tatsächlich blüht. Sie ist etwas unscheinbarer als die andere, die wir haben. Ne? Von daher, dass wir das auch mal so mitnehmen können. Nichtsdestotrotz wunderschön, sowieso blattmäßig gesehen. So, okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns als allererstes die Peperomia etwas näher an. Denn da hatten wir ja auch eine Veränderung vorgenommen, dass wir das dann mitnehmen können, wie sich das so entwickelt. So wunderschön ist sie anzusehen. So, pass mal auf. Da sehen wir schon die kleine Spitze in der Mitte, die jetzt rauskommt. So sieht das Ganze aus im Innenteil von dem Topf. Ja, und dann schauen wir uns jetzt die Werte an vom Wasser, weil das ganz wichtig ist. Ne? So, tada. Ja. Siehst du wohl, pH-Wert 7,3, Mikrosiemenswert 676, also beides tatsächlich gestiegen. Mit den Eierschalen da drin, das fand ich vergessen, ne? Also Klartext, zu viele Eierschalen bewirken, dass der pH-Wert dann auch zu hoch kommt. Und interessanterweise ist auch der Mikrosiemenswert hochgekommen. Kann aber auch daran liegen, weil ich jetzt zwischendurch natürlich auch wieder nachgegossen habe, ganz klarer Fall. Ja, also das müssen wir tatsächlich ändern heute. Also zu viele Eierschalen ist auch nicht gut. So, die Eierschalen erhöhen definitiv den pH-Wert, aber hier tatsächlich zu viel. So, ich habe die Eierschalen zum Teil hier schon mal reingelegt, der Rest gieße ich jetzt einfach weg hier. Komplett, werde das auch mal ein bisschen sauber spülen. Ja, so kann das gehen, ne? Experimentell, da erlebt man dann dementsprechend auch Überraschungen. So, okay, dann haben wir das jetzt sauber. Jetzt gießen wir rein die 500er Variante, das sind 560 tatsächlich hier drin. Ich gieße mal rein, damit ich weiß, wie viel ich hier reingieße. Mal eben gucken, das müsste ungefähr ausreichen. Wir haben jetzt hier drin 200, nicht ganz 300, kleinen Schluck noch. So, ungefähr 300 Milliliter hier drin. Dass wir so ein bisschen einen Anhaltspunkt haben. Ne? So, ein bisschen von den Eierschalen werde ich hier wieder reinpacken. Allerdings dieses Mal nicht mehr so viel, sondern nur ein paar kleinere Stücke im Prinzip. Mal auf, ja, wie viel jetzt, ne? Ist jetzt die Frage. Okay, komm. Ich habe ja drei kleine Stückchen hier reingelegt und dann ist das soweit okay. Wir spülen in dem Zuge jetzt auch das Ganze, warte mal, ich nehme die andere Gießkanne, da ist das gleiche drin. Das einmal durch hier. Mal bis jetzt geht es der Pflanze gut, ne? Das auch schon mal so interessant mitzunehmen, dass sie es also verkraftet. Vor interessanterweise, sie hat ja bei dem Gelbanteil hier auch viel Grünsprenkelung drin. Das hatten wir uns ja letztens schon mal genauer angesehen. Und die sind halt eher gelblich. Und das Blatt damals, das, ups, quietscht ein bisschen. Das erste damals, das war ja weiß eigentlich mit Grün. Ne? Ja, also auch das sehr interessant mitzunehmen. So, kleinen Schluck noch rein hier. Einmal durchspülen kräftig. So, okay. Dann werde ich jetzt nochmal das Ganze hier reinstellen, dass wir nochmal die Werte mitnehmen können gleich. Ich lasse es im Moment erstmal drin stehen hier. Ich muss mir erstmal den Akku wechseln, sehe ich gerade. So, ist der an? Habe ich gar nicht geguckt. Ja, an ist er. Okay, dann gucken wir, wie die Werte sich gleich eingependelt haben. Wir haben jetzt einen pH-Wert von 6,8 und Mikrosiemenswert von 560. So, okay.
zum Düngen gehen wir jetzt so, was, wie, weiß Bescheid. Ne, kennen wir. Wenn nicht, ich habe einen Film dazu gemacht. So, da brauche ich nicht jetzt alles nochmal erklären. So, das nehmen wir jetzt so mit. Das heißt im Klartext, die Geräte mal gleich sauber. Jetzt kommt das Schätzchen hier wieder rein. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze sich verändert. Ich habe jetzt nur Datum drauf geschrieben. Das heißt im Klartext, wenn ich wissen will, was gewesen ist, gucke ich einfach den entsprechenden Film. Allerdings habe ich jetzt drauf geschrieben 21. Das heißt, am 22. kommt der Film on. Ne? Weil heute filme ich und morgen ist der Film on. Also ist immer ein Tag Verzögerung in dem Sinne. So, okay, das hierzu. Und dann kommen wir jetzt zu der Juwelorchidee. Auch da werden wir etwas genauer reingucken. Das heißt, ich werde euch die Werte dann sagen, wie das Ganze ausschaut, damit wir auch hier Gewissheit haben, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Okay. Kommen wir jetzt zu den Juwelorchideen und dem Experiment mit dem Wasser. Die Pflanze sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Allerdings, die Werte haben sich verändert und das liegt daran, weil wir halt experimentell hier auch was verändert haben. Und zwar haben wir das Ganze aufgedüngt geringfügig auf 180 Mikrosiemens und ein Viertel Leitungswasser dazu. Und das Ganze war am 13.09. Kannst du jetzt gerade nicht lesen auf anderer Seite, aber ich kann es nicht drehen und schmeiße ich mir da was um. Ja, also das ist jetzt nicht so okay. Ja, aber das ist zu hoch. Das heißt im Klartext, also bei einer geringfügigen Aufdüngung und dann Leitungswasser noch dazugeben, das führt dann sehr schnell zu einer Erhöhung des pH-Wertes. Also ganz minimalen Schluck, also wir haben jetzt ein Viertel gesagt, ne? Vielleicht sollten wir dann das nächste Mal ein Achtel nehmen oder so, oder ein Zehntel in dem Sinne. Also einfach nur einen kleinen Schluck einfach mit reingießen. Also das ist dann tatsächlich jetzt hier zu viel mit ein Viertel Leitungswasser gemischt, das Ganze. Ne? Der pH-Wert ist definitiv zu hoch. Und nein, hier sind keine Eierschalen drin. So, okay, dass wir das Experiment so mitnehmen. Also definitiv, hier müssen wir auch eingreifen und das Ganze wieder abwandeln. So, den Topf habe ich schon mal sauber gespült. Ich habe jetzt hier 1 Liter reines Wasser. Dort, wenn du erstmal, wie viele, warte mal, bei 4, 8 Tropfen ungefähr, kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ich hoffe, das passt jetzt. Wenn nicht, gieße ich halt ein bisschen Wasser dazu. Ne? Dann kriegen wir das schon auf den richtigen Wert. Wir düngen hier geringfügig, weil sie sehr empfindliche Wurzeln haben. Und wir versorgen sie dann auch dementsprechend mit dem Orchid-Spray übers Blatt. Ne? Das machen wir und von daher brauchen wir nur ganz, ganz, ganz gering Aufdüngung. Und das ist für die Wurzeln tatsächlich wesentlich besser. So, dann wollen wir mal gucken. Moment. Was war nie? Jetzt muss ich erst messen. Halt! Jetzt hätte ich was für einen Fehler gemacht. Erst mal gucken, was wir jetzt hier drin haben. Ne? Dass wir nicht zu viel drin haben. So, sind interessanterweise bei knapp 110. Knapp 110. Dann gebe ich mal noch 2, 3 Tropfen rein. Ich habe übrigens reines Wasser, dieses Mal destilliertes Wasser, weil ich brauchte mal wieder 9 Kanister. Und dann habe ich mir einfach mal dementsprechend destilliertes Wasser genommen. Das waren jetzt 3 Tropfen. Mal auf, weniger ist mehr, wissen wir, ne? Besser ist das, bevor der Wert hinterher wieder ansteigt. Geringfügig aufgedüngt, damit sie ein bisschen was haben. So, jetzt sind wir hier bei 150. So, ist okay, komm, reicht. 150 ist okay. So, das heißt, jetzt können wir das machen. Jetzt können wir das Ganze befüllen hier. Ja, so ist das, ne? Jetzt müssen wir das nächste Mal messen, gucken, ob der pH-Wert absackt. Und sollte das gegeben sein, dann gießen wir einen kleinen Schluck Leitungswasser dazu. Aber wirklich nur einen kleinen Schluck, ne? Wirklich nur einen kleinen Schluck. So, jetzt haben wir auch hier ca. 300 Milliliter drin. Wir müssen das Ganze aber nochmal über Substrat. Warte mal, mache ich das denn jetzt? Machen wir einfach so. Kannst ruhig übers Blatt gießen, das macht dir nichts aus. Das ist so geringfügig, da passiert gar nichts. Spülen wir das so ein bisschen mit durch, das Substrat hier. Sie werde sich nicht zu sehr verändern. Aber das ist schon mal interessant, ne? Dass man das so auch mitnehmen kann. Das reines Wasser, geringfügig aufgedüngt, dann dementsprechend besser mit Leitungswasser, nur minimalistisch verschneiden. Ne? Ansonsten kommt der pH-Wert einfach zu hoch. 5,5 bis 6,5 ist optimal. Ne? Von daher, über 7 ist dann schon nicht mehr so gut. So, okay. Dann haben wir das jetzt auch ein bisschen durchgespült. Und sind da erstmal auf der sicheren Seite. Okay. So, jetzt haben wir hier eine Wasserpfütze drin stehen. Gießt du mal ab. Ja, pass mal auf. Dann kann ich nämlich in dem Zuge einmal kurz das Ganze auch schon mal wieder aus dem Blatt versorgen. So, das reicht aus. Ne? Also nicht vollballern damit. Ja?
Fertig. Hat sich die Kiste. So. Ach ja. Dann gucken wir bei dem Schätzchen jetzt noch rein. Das heißt, ich gucke da rein und werde euch gleich mitteilen, wie das Ganze hier aussieht. Denn auch hier haben wir das genauso gehandhabt. Von daher. Mal gucken, wie das im Wasser dann jetzt aussieht. Okay. Hier jetzt genau dasselbe. Pass mal auf. Also auch wieder ein paar. Es ist schon witzig, ne? Gibt es einen kleinen Schluck Leitungswasser? Das heißt, ein kleiner Schluck, das war jetzt 3/4 gewesen. Pass mal auf, dann zeige ich euch jetzt mal das Baby hier, wie das aussieht. Lass das mal scharf stellen. So, okay, so sehen die Wurzeln aus. Also bis jetzt noch alles easy, alles cool. Also wirklich geschadet hat es jetzt nicht. Ne? Aber nichtsdestotrotz wollen wir es ja gucken, dass wir es optimal hinbekommen. Und von daher, da kriegen wir es hin. Oh, guck mal, Tatsache, hier ist leider noch keine Blütenknospe offen. Dann gucken wir gleich mal bei der anderen Pflanze nach. Die Blütenknospen dieser Juwelorchidee sind eher ja, bescheiden, wirklich bescheiden, aber nichtsdestotrotz wunderhübsch. Ich hoffe, jetzt ist es nah genug, doch das ist okay, denke ich mal, kann man ganz gut erkennen. Ja, klein, aber fein, ne? Klein, aber fein. Okay, so dass wir auch mal gesehen haben, wie die Blüte aussieht von dieser Juwelorchidee. Jetzt geht's los, ganz famos mit dem Philodendron verrucosum, den wir hier tatsächlich auch in der Bewurzelung haben. Gestartet haben wir das Ganze am 5.9., heute ist der 21.9. und es ist tatsächlich soweit, wir können ihn heute einpflanzen, denn er hat wirklich ausreichend Wurzeln ausgebildet. Das sieht richtig schick aus, richtig cool. Ich das jetzt abziehen hier vorsichtig, ne, immer noch nicht, hängt immer noch ziemlich fest. Okay, er bildet gerade schon ein neues Blatt tatsächlich auch aus und von daher werden wir ihn jetzt gemeinsam einpflanzen. Ein bisschen nass machen vorher nochmal hier, damit er keinen Stress bekommt. Also das hat wunderbar funktioniert bei dem Verrucosum, das ist so genial. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier auch schon aufgedüngt jetzt? Also hier ist auf jeden Fall Holzkohle drin. Nein, wir sind hier bei 19 Mikrosiemens. So, hier ist auch Holzkohle mit drin. Oh, ich hole mal raus, dann sieht man das auch besser, ne? Pass mal auf. So, dann haben wir auch einen besseren Einblick in die ganze Geschichte hier. Also das mit der Holzkohle, yippie-jo, läuft genial. So, könnte sein, dass ich das ein bisschen einpendeln muss hier. Ja. Okay. Ja, doch, wird einen Moment dauern. So, ist ein bisschen durcheinander. Bei so hohen Werten, ne? Kennt er gar nicht. So, ich lasse einen Moment stehen hier. Und dann würde ich sagen, ja, der ist wirklich hübsch geworden. Alter Schwede, guck dir das mal an. Und das in so kurzer Zeit, ne? Also das ist schon hammermäßig. Also wirklich richtig genial. Okay. So, was sagst du jetzt? Sind wir bei 7? Ich lasse noch einen Moment drin. So, wir haben jetzt einen tatsächlichen Wert von 6,3. Ja, manchmal ist das Gerät ein bisschen durcheinander, je nachdem, wo er gerade drin gestanden hat. Ne? Ist so. Okay, das nehmen wir jetzt so mit und wir werden das Gefäß jetzt weiter verwenden. Und dazu machen wir uns einfach einen neuen Steckling hier. Pass mal auf, das Blatt nehmen wir mal ab hier, dann schneiden wir den hier mittig durch. So, gucken wir mal. Jawohl, kriegen wir noch einen hier irgendwo? Ja, die sind noch nicht so viel gewachsen, aber pass mal auf, ist so wurscht, ne? Kriegen wir schon irgendwie hin. Dann nehmen wir den hier ab. Dann kann sich das Ganze hier neu entwickeln. Da gucken wir gleich übrigens auch mal rein, wie das aussieht. So, siehst du wohl. Dann haben wir zwei. Also drei wären besser, ne? Oder was sagst du dazu? Drei sind besser, ne? Kriegen wir noch einen hier? Komm mal her. Das wäre dann kein Kopfsteckling. Weil, wenn will ich Kopfstecklinge haben. Die wachsen tatsächlich immer am besten, ne? So, wie das kann ja hier wieder rauswachsen. Dann kann man das auch als Mutterpflanze nehmen, ne? Wir haben ja eine riesengroße im Dschungel, weißt du, ne? Eine riesengroße haben wir im Dschungel. So, mal auf. Mal gucken, ob es mit dem Wasser jetzt so ausreicht. Oder ob wir hier noch nachlegen müssen. Mal gucken. Oh, das sieht gut aus. Mal einen kleinen Schluck geben wir noch dazu. Auch hier reines Wasser wieder zum Bewurzeln. Wobei, das sollte jetzt aber richtig flott gehen hier bei denen. So, okay. Ansonsten werde ich da nichts verändern. Wo habe ich jetzt das Schaumstoffteil hingetan? Hallo? Muss ich gleich mal gucken. Ist wahrscheinlich runtergefallen. So, okay. Dann kommen wir jetzt aber tatsächlich zum Einpflanzen.
des wunderschönen Philodendron verrucosum. Oh, das ist wirklich so ein hübsches. Oh, das ist so. Ist, überlegt, wir haben es dann damals gekriegt, hatten was für Schwierigkeiten hatten, den zugange zu bringen und zack, bumm, ist er irgendwann gewachsen, Kopf ab und zack, hast du eine neue Pflanze. Ne? Aber wie gesagt, Kopfstecklinge wachsen tatsächlich am allerbesten. Das ist nun mal so. Ne? So, dann muss ich das alles noch neu aufschreiben wieder, aber irgendwie habe ich da heute keine Lust zu. Manchmal ist das so, ne? Machst du nix. Ja, die Efeutute Enjoy. Ich stelle mir gerade vor, wie so 3000 Menschen vor mir sitzen und ich was erkläre. Ich glaube, das würde ich gar nicht hinkriegen. So, okay. Werden auch hier tatsächlich ein bisschen Holzkohle mit beipacken. Kann ich hier unten schon mal was aufs Loch legen. Das ist jetzt nicht viel, das sind drei, vier, fünf kleine Stückchen, ne? Also nicht viel. Aber machen wir einfach mal, weil es lustig ist, ne? Was Neues zu machen. So, nicht zu viel rein, Detlef, weiß Bescheid, ne? So, dann komm mal raus hier aus deiner Halterung. Oh, das ist aber wirklich wunderschön. Oh, das ist so genial. Ich zeige euch gleich übrigens die Mutti, wie die aussieht nach dem Rückschnitt jetzt. Wie lange ist das jetzt her? Ich habe es wieder vergessen. Gleich nochmal gucken. Das ist schon fantastisch, ne? Dass das in so kurzer Zeit so genial funktioniert. So, gut, siehst du wohl. Oh, nicht mehr viel da. Ich habe aber neues Substrat bekommen heute. Ich weiß gar nicht jetzt, ob ich das sagen darf. Muss ich ja nochmal gucken. Auf jeden Fall schon mal ganz lieben Dank dafür. Ne, weißt Bescheid. Cool. Also da habe ich mich aber mega gefreut heute Morgen, weil ich muss nämlich neues bestellen. Meinst du nämlich alle? Ja, mal wieder, ne? Weißt Bescheid. Das kam jetzt aber mal richtig perfekt. Und dann habe ich auch das andere Zeug, diese Fehlcharge mittlerweile verbraucht auch. So, okay, wir düngen hier tatsächlich sofort. Sofort, allerdings erstmal nur einmalig. Manchmal vergesse ich das aber auch, aber ja, ist so, ne, machst du nichts. So. Auch hier einmal kräftig durchspülen das Ganze. So, okay, yippie-yay. Philodendron verrucosum. Untersetzer? Ne, habe ich noch nicht. Hole ich gleich. Ich hole sie erstmal die Mutti. Von dem wunderschönen Schätzchen hier. Oh, das ist genial, ne? Auch das neue Blatt, das jetzt rauskommt. Das kann sein allerdings, dass das jetzt ein bisschen rumzickt. Das ist aber nicht so schlimm. Das nächste, was dann hinterher kommt, das wird wieder in Ordnung sein. Zumindest war es bei der Mutti so gewesen, als ich sie umgepflanzt hatte. Die hat dann tatsächlich das Blatt, was sich entrollte, erstmal ja, vernachlässigt in dem Sinne. Ne? Ist aber nicht so tragisch, weil es dauert ja nicht lange, bis das nächste hinterherkommt. Okay. Gibt es heute wieder unendlich viele verschiedene Clips. So, das mag man gar nicht glauben, ne? Dass das Schätzchen hier tatsächlich mal hier drauf gewachsen ist. Ist aber tatsächlich so. So, ich werde jetzt hier einmal nur Wasser reingießen, ohne Nährstoffe. Denn sie ist ja nicht kräftig am Wachsen, wurde eigentlich immer gedüngt. Und von daher bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger anfangs nochmal. Mit 1/4 Liter Leitungswasser gemischt halt mit dem Osmosewasser, beziehungsweise heute dann destilliertem Wasser. So, okay, was wollten die jetzt noch gesagt haben? Ach so, das schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Also kurz gemessen, 330 Mikrosiemens, das ist dann soweit okay. Dann bin ich da auf der sicheren Seite und darf nächstes Mal auch wieder düngen. Hier düngen wir bei 500 Mikrosiemens in der Regel. Pi mal Daumen, ne? So, dann schauen wir uns die Mutter jetzt mal etwas genauer an. Ich glaube, näher kriege ich es jetzt nicht dran. Aber ich denke mal, das ist so auch schon okay. Das kann man ganz gut erkennen, ne? Also, wir haben hier einen wunderschönen Austrieb, einen kräftigen. Und hier kommt auch noch eine ganz kleine Spitze heraus. Also wird sie weiter wachsen. Ja, okay, dass wir das dann auch so mitgenommen haben, wie die sich jetzt entwickelt hier. Die Mutti. So, guck mal, am 5.9. haben wir das gestartet. Und so eine schöne Pflanze haben wir jetzt schon. Jetzt kommen wir zu unserer Efeutute Enjoy. System sehen wir gleich. Ich werde mal kurz was durchgießen, damit ich gleich unten was messen kann. Hier habe ich immer Pi mal Daumen immer so um die 500 reingegossen. Also bis jetzt geht es den Pflanzen gut, wie wir sehen. Da muss ich allerdings einen Moment warten, bis das Wasser hier durchgelaufen ist. So, in der Zeit gucken wir uns diese Schätzchen an. Das sind hier unsere Philodendron Malai Gold. Ja. Das lief nicht so gut. Dann hatten wir auch Holzkohle reingemacht in die ganze Geschichte. Werden wir uns gleich ein bisschen genauer ansehen und gegebenenfalls auch hier dann eingreifen, wenn es sein muss. So, also mal gucken, wie ich das Schätzchen jetzt hier rauskriege. Okay, pass mal auf.
Wie kriegen wir das jetzt raus hier? Lustig. Ja, so ist das, ne? Da machst du irgendwas und machst gar keine Gedanken, wie der da hinterher dann. So ist das, ne? Weißt Bescheid. Die Idee war ja gut, ne? Aber wie kriegst du das Ding jetzt raus hier? Ne, so drücke ich den ja noch weiter runter. Ach du meine Güte, pass mal auf. Das müssen wir vielleicht so machen. So, jawohl, genau. So geht das dann doch besser. Aber auch hier brauchst du wieder ne, eine Hand mehr, weißt Bescheid. Aber mit ein bisschen Geschick lassen wir den mal los hier. Ne? So. Und dann ziehen wir das Ganze jetzt mal raus. So sieht das nämlich aus. Ne? Das ist also insgesamt eine coole Technik gewesen. Hat wunderbar funktioniert, muss ich sagen. So. Ich bin auch deppert, glaubst du das, ey? Packt er das in das Wasser rein? Ja, ist egal, komm. So, denn wir wollen ihn heute hier rausholen, um ja mal zu gucken, wie die Geschichte sich entwickelt hat jetzt im Laufe der Zeit. Hier habe ich allerdings, hatte ich da ein Datum draufstehen? Ich glaube nicht, ne? Hatte ich nicht. Oh, egal. So, also, das heißt, jetzt kommt das Ganze raus hier. Mal ein bisschen so rum. Weißt du noch, was wir hier gemacht hatten? Wir hatten den Topf hier neben der Mutterpflanze gestellt und dann einen Langtrieb im Kreis reingelegt und immer wieder, wenn er weitergewachsen war, immer wieder im Kreis weiter reingelegt, ne, damit die sich hier bewurzeln oder sich das Ganze bewurzelt in dem Sinne. Ich weiß nicht, irgendwas hatten wir auch schon mal mitgemacht, aber ich weiß gerade nicht mehr genau was. So, mal gucken, wie das Ganze sich dann jetzt hier entwickelt hat. Siehst du wohl. Achso, jetzt kommt er doch mit. Ja, okay. Vorsichtig abmachen das Ganze hier. Also die Wurzeln sind schon mal bis unten hin gewachsen, das ist soweit dann schon mal okay. Die wachsen sowieso relativ langsam, sage ich mal so, als Jungpflanze in dem Sinne. Später, wenn sie größer sind, dann geht die Post ab. Das kennen wir ja schon von der großen. Die wächst ja richtig fantastisch. So, wie hat sich das Ganze entwickelt? Hör mal auf, noch ist nach wie vor noch ein Trieb. Ich hatte eigentlich vorgehabt, diesen Trieb dann zu unterteilen und ja, dass wir dann ganze viele Pflanzen daraus bekommen im Prinzip, ne? Pass mal auf, so sieht das Ganze jetzt aus. Kriegt das auseinandergezogen, vorsichtig hier. Ganz vorsichtig. Ja, das kriegen wir hin, guck mal, siehst du wohl. Bisschen Feingefühl, dann geht das schon, ne? Ja, okay, das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt haben wir also einen Langstrang, den wir jetzt tatsächlich teilen können. Ja, siehst du wohl. Hat das auch wunderbar funktioniert. Okay, das heißt, Moment, wie gehe ich jetzt weiter vor? Am besten erstmal nass machen kurz. Besser ist das, ne? Mal kurz nass machen. So, okay. Ich muss umbauen. Nutzt alle nix. pH-Wert 5,8, Mikro-Siemens-Wert 1300. Oh, also das hat ganz gut auch Pi mal Daumen tatsächlich funktioniert. So, werden die Teil jetzt teilen. Nein, den Strang werden wir teilen. So, ne, überall ist eine Wurzel dran und dementsprechend können wir das, jetzt ist hier kein Blatt dran. Machen wir auf. Ich schneide ihn erstmal hier ab. Ach, das ist mal eine coole Sache, ne? So, siehst du wohl. Da ist jetzt auch kein Blatt dran. Ne, dann lassen wir das auch. Wenn wir auch schon mit Blatt haben, ne? Besser ist das. So, den können wir auch noch durchschneiden hier. So. So, okay. Jetzt haben wir hier natürlich ein Kuddelmuddel. Das ist der Anfang. Genau. Das war das Stück, was damals an der Mutterpflanze dran hing hier. Jetzt haben wir hier. Haben wir hier, genau. Ja. Okay, ich würde sagen. Den belasse ich erstmal so. Ne, warte mal. Das machen wir anders. Pass mal auf. Wir haben ja die im Wasser stehen. Weißt Bescheid, ne? Dann würde ich sagen. Genau. Schneiden wir den da ab. Und die Blätter unten noch weg hier. Dann kommt der noch mit ins Wasser gleich. So, okay. Und dann pflanzen wir die Geschichte jetzt mal ein, würde ich sagen. Warte mal, was machen wir mit dem denn hier? Was machen wir mit dem? Belassen wir den so? Ja, doch, den belassen wir so, ne? Das ist okay. Geht gleich weiter. Oh, das macht richtig Spaß. So, ich habe jetzt hier 6 hiervon rein und 6 hiervon rein, lol. Also 6-mal Vulcaflor und 2-mal Ceramess hiermit abgemessen. Ne? So, jetzt geht's weiter. Pass mal auf.
Jetzt ein bisschen Wurzeln einmal zurückschneiden. Ich habe sie aufeinander gelegt, dass wir das alles so in einem Rutsch machen können, dass wir sie besser eingepflanzt bekommen. Ne? So, siehst du, brauche ich nicht jede einzeln hier. Einpflanzen, umpflanzen. Wie mache ich das jetzt? Pass mal auf. Machen wir das einfach so. Mal den runter hier. So, und den da drauf. Jawohl, perfekt. Klappt doch, ne? So, jetzt muss ich hier unten allerdings noch ein Kügelchen reinlegen. Eine Kügel, ein Kugel, ein Kiegel, ein Kugel, ein Kagel, Kagel, Kugel, Kiegel, Kagel, guck. So, da haben wir noch einen, siehst du wohl. So, dann nehmen wir die Schätzchen. Ja, ich würde jetzt Schluss machen langsam, denn ich mache mich gleich an den zweiten Film. So, jetzt mal gucken, dass wir die so einigermaßen auf eine Höhe kriegen hier, ne? So einigermaßen wenigstens. So, sollte das gehen, pass mal auf. So sollte das gehen, jawohl. Okay. Ich pflanze jetzt erstmal einen relativ kleinen Topf, damit wir sie später nochmal umpflanzen können. So. Mal reinlaufen lassen, die ganze Geschichte hier. Einmal auf der anderen Seite. So. Jawohl, siehst du wohl. Klappt doch wunderbar. Besser als gedacht. Hinten kann noch ein bisschen rein. So. Okay, auch hier gießen wir bei ca. 500 Mikro, sehen wir ganz einmal durch. Wie wir das schon kennen. Ah, das ist schon eine coole Sache. So, siehst du wohl. Wunderbar. 1, 2, 3, fertig. Hat sich die Kiste. So, einmal aktivieren. Einmal die Kugel drücken unten. Ne? Ist wie so ein Ventil. Aber wenn du sie einmal gedrückt hast, dann ist okay. Dann bleibt die auch so stehen tatsächlich. In der Regel. Kann auch mal anders sein, aber in der Regel ist das so. So, fertig. Ja, dann lassen wir sie jetzt mal wachsen. Und wenn sie groß genug sind, dann werden wir sie gemeinsam nochmal umpflanzen. So, und jetzt kommen wir noch, bevor wir Schluss machen, zu unserem Philodendron Malay Gold. Dazu hole ich auch die Mutterpflanze nochmal kurz hier hin, dass wir die dann auch nochmal sehen können, wie das jetzt aussieht. Sehen können, wie das aussieht, ich sage dir, du. So, weiter geht's. Mal kurz eine Frage beantwortet, und zwar, wie lange ich halt meine Beleuchtung anhabe. Also Sommer wie Winter, Sommerzeit. Ne? Also 16 Stunden um den Dreh. Ja, damit die Pflanzen halt das ganze Jahr Sommer haben bei uns. So, jetzt kommen wir zu den Schätzchen. Pass mal auf, ich nehme sie erstmal raus hier. Wir hatten unheimlich Schwierigkeiten gehabt. Wurzeln sehen relativ gut aus, aber auch relativ wenig, also sehr langsam. Ich muss eben hier was abnehmen. Hier ist was reingefallen. So, okay. Das heißt, wie sieht das Ganze jetzt tatsächlich aus? Können wir da noch irgendwie mehr behilflich sein, dass das noch besser funktioniert? Das Ganze ist ja nun mittlerweile schon 2 Monate ungefähr her, ne? Etwas über 2 Monate. So, im letzten Zuge hatten wir Holzkohle reingepackt, weil es nicht richtig lief. Das sieht eigentlich schon mal gut aus, muss ich sagen. Das sieht schon mal gut aus. Also das hat soweit funktioniert. So. Mal knapp 400 Mikrosiemens, auch okay. Allerdings der pH-Wert bei 7,1. Also der ist zu hoch. 7,1. So, das heißt im Klartext, wir haben etwas zu viel Holzkohle dran. Ne? Also sieht man auch hier, dass man das so ein bisschen austüfteln muss. Ne? Das heißt im Klartext. Das Wasser kommt raus. Das Wasser kommt raus, weil es besser ist. Darauf kann ich hier mit Röte spülen. Das geht auch. So. Einmal ein bisschen spülen. Und dann packen wir jetzt auch wieder Kohle rein, aber nicht mehr so viel. Einmal auf. Bei der Wassermenge würde ich sagen, pass mal auf. Ja, ist ein bisschen schwer abzuschätzen immer, ne? Irgendwann müssen wir es mal gewichtsmäßig machen. So, ich würde sagen, fast das Stück reicht hier vollkommen aus. Ja, Krieg gebrochen. So. Eins. Und mal auf. Erstmal nur ein kleines Stück rein. Besser ist das, ne? Allerdings müssen wir auch hier tatsächlich schon Nährstoffe zuführen, weil das Ganze ja auch schon am Wachsen ist. Wurzeln sind also schon da. Vielleicht könnten wir sie auch schon einpflanzen. Rein theoretisch, ja, ne? Aber ich will das nochmal abwarten hier. So, pass mal auf. Ich gieße jetzt mal eben die 500 plus hier rein. Und noch ein bisschen von dem Wassergemisch hinterher, dass die Mikrosiemenswerte nicht ganz so hoch sind, ein bisschen runterkommen. So, siehst du wohl, jetzt müssten wir ungefähr, boah, ich schätze mal 350 drin haben. Schätzungsweise, ne? Schätzungsweise, pass mal auf, mal auf Holz drücken. Nee, denkste, wir sind auch bei 480.
Ja, okay, wir hatten ja auch hier Leitungswasser mit drin, okay. Und Leitungswasser hat bei uns ja über 700 Mikrosiemens, ne? Weiß Bescheid, so ist das. Aber hier ist jetzt auch nicht so viel Leitungswasser drin. So, jetzt aber komm. Ach komm, passt, 440, ist okay. So, da müssen wir gucken, wie sie sich dann jetzt entwickeln. Der hat hier beim Austrieb tatsächlich hier, deswegen ist das auch reingefallen, diese Hülle, die ist braun geworden und das Blatt kam nicht richtig raus. Gleiche Problem hat das Schätzchen nämlich auch hier. Da ist die Hülle nämlich auch braun, inklusive einem Blatt tatsächlich. Also er schiebt dann nach dem Blatt, was jetzt kaputt gegangen ist, ein neues Blatt mit hinterher. Oder ist das nur die Hülle jetzt hier? Ich will jetzt auch nicht zu viel rumfummeln. Nee, das ist nur die Hülle. Ah, ist okay, komm, ich belasse das so. Ja, und so sieht die Mutti aus. Der geht's richtig gut, die steht da im Dschungel. Die können wir auch öfters mal sehen. Meist auf Instagram tatsächlich. Weil ich da abends in der Regel so hier und da mal so einen Clip mache. Hier das eine oder andere zeige, wie das da aussieht. Und von daher geht's der richtig gut. Die wird also auch bei 500 Mikrosiemens tatsächlich gegossen und gedüngt. So, ach ja. Oh nee. Ich hab's wieder vergessen. Ich habe es wieder vergessen. Wir haben ja noch die String of Pearls Variegata hier drin. Oh, da müssen wir wenigstens einmal nachgucken. Oh, die sehen auch gut aus. Ja, die sehen auch gut aus. Das ist noch okay. Ein Teil ist allerdings hier, sehe ich gerade, der ist kaputt gegangen. Oder ist dabei kaputt zu gehen. Ja, der ist auch schon Matsche. Kann man das so sehen? Ja, so ein bisschen, ne? Also den lasse ich dann jetzt auch mal raus hier. Der Rest ist noch okay. Müssen auch noch einpflanzen, aber jetzt nicht mehr, sonst wird das echt too much. Pass mal auf, ich lasse das noch mal ein bisschen stehen hier. Ja, so kann es gehen, ne? Weiß Bescheid. So, dann noch mal zu dem Schätzchen. Ganz kurz, wenn schon, denn schon. Dann ziehen wir es mal richtig in die Länge heute. Wir haben ja ein variegiertes Blatt rausgewachsen. Nicht wir, die Pflanze hat ein variegiertes Blatt rausgewachsen. Hör mal auf, das hat ja ein weiß-grün, ne? So, und die nächsten beiden, die hinterher kommen, sie sind ja gelb-grün. So, nachdem wir tatsächlich die Eierschalen reingelegt haben, ob das damit zusammenhängt, weiß ich natürlicherweise noch nicht. Ich könnte mir aber schon denken, dass es vielleicht mit dem pH-Wert zusammenhängt, dass wenn der höher ist, tatsächlich die Blätter nicht weiß, sondern gelblich werden. Bedingt durch irgendwelche Stoffe, die aufgenommen werden. Müssen wir weiter beobachten. Da können wir aber experimentell erst dran gehen, wenn wir tatsächlich hier das Ganze in der weiteren Vermehrung haben, was auch nicht mehr ganz so lange dauern wird. Also, oh, Akku schon wieder alle. Ich werde noch eins, vielleicht zwei Blättchen rauswachsen lassen und dann werden wir auch hier einen Kopfsteckling von machen, um dann gegebenenfalls später damit zu experimentieren, ob das wirklich mit dem pH-Wert zusammenhängt, dass die Blätter gelb anstatt weiß werden. Obwohl das natürlich auch cool aussieht, ganz klarer Fall. Ne? So, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. So, und ich werde jetzt noch Film hinterher machen für den nächsten Tag. Für Mittwoch dann. Da wird es um Karnivoren gehen, definitiv. Auf YouTube war dann doch ein etwas größeres Interesse als auf Instagram. Und von daher möchte ich dem auch gerecht werden. Oder euch gerecht werden, sagen wir es mal so, ne? Dass wir da auch einen Schritt weiterkommen wieder. Ja, also das ist schon eine interessante Geschichte hier mit der Peperomia Raindrop Variegata. Boah, jetzt bleibt schon die Luft weg hier, ich sag's dir ja, du. Und das mal ein bisschen dunkler stellen. Ich glaube, dann kann man da die Farbe besser erkennen. So, ja, genau. Ist zwar ein bisschen dunkel, aber das ist so bei hellen Sachen, ne? Da ist es besser, wenn es dunkler ist, das Bild. Kann man einfach besser sehen dann. Ja, ist schon. Also, ich meine, das ist schon der Wahnsinn, ne? Dass sowas aus einer grünen Pflanze damals entstanden ist. Ne? Ich meine, wer die Geschichte kennt, ne? Aber ja, was soll ich sagen? Richtig coole Sache. Richtig cool. So. Und wie gesagt, auch das neue Blatt, was jetzt rauskommt, ist also richtig hell. Von daher wird es wohl so bleiben, wie es jetzt ist. Mit der Variegierung wahrscheinlich in unterschiedlichen Farbvarianten, Wiedergaben in dem Sinne. Ne? Man kann ja auch den Teil hier sehen, der ist ja auch schon so ein bisschen mehr wie das erste Blatt, was hier rausgewachsen ist. Ne? Ist schon ein bisschen kräftigeres Grün mit drin. Das andere ist ja richtig leicht grün. Ja, okay. Yippie, yay. Es geht auf jeden Fall weiter.